Moin allerseits, ich bin Sven und ich bin mal wieder mit meinem Kumpel Ala unterwegs, meinem Bushcraft-Azubi. Ja, wir werden wieder so eine kleine Tour machen, auch hier in der Umgebung. Und ich habe überlegt, ich mache da auch gleichzeitig so eine kleine Reihe draus. Und zwar wirklich so im Sinne von Bushcraft-Azubi, dass wir, ja, dann könnt ihr einfach mal in Videoform so ein bisschen begleiten, wie es ist. Für jemanden, der wirklich ganz frisch angefangen hat, letztes Mal war seine erste Tour, jetzt seine zweite. Wir wollten eigentlich in den Harz, da war das Wetter aber so hart angesagt, dass ich selber dann gesagt habe, nee, erstmal wirklich vor Ort so ein bisschen mehr noch die Ausrüstung kennenlernen. Und genau das machen wir heute auch, für wirklich so eine kleine Tour hier um die in der Umgebung. Wir werden uns dann eine Hängematte aufbauen, diesmal ist er auch mit Hängematte unterwegs, der wird es auch mal testen. Ja, und werden so ein bisschen durch den Wald. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren lassen, ob ihr Bock auf so eine Reihe habt oder überhaupt auch so kurze Videos. Zu der Jahreszeit ist natürlich viel immer dunkel, weil es natürlich früh dunkel wird. Das wird um 16.30 Uhr spätestens ist es duster und erst nach 8 Uhr wird es hell. Deswegen ist natürlich viel immer mit Lampenlicht und dergleichen. Also ja, ihr könnt ja mal schauen, ob ihr da Bock drauf habt. Dann lasst das in den Kommentaren. Und ja, wir machen uns jetzt erstmal ein bisschen weiter auf dem Weg. Wie schwer ist denn dein Rucksack heute? Oh, sehr leichter. Man sieht auch schon, so zum Vergleich zum letzten Mal, da ist so einiges zu Hause geblieben. Aber viel. Aber das ist auch ganz klar. Wie gesagt, man nimmt meine ersten Rucksäcke, da habe ich auch jenseits der 30 Kilo mit mir rumgeschleppt. Weil ich auch dachte, oh, ich brauche noch einen Liter Wasser mehr, ich brauche noch eine Ersatzhose hier, noch einen Ersatzpullover da und so weiter und so fort. Auch das gehört dazu. Und ich will da auch niemandem raten zu sagen, oh, nehmt so wenig wie möglich mit, absolut nicht. Sondern ich würde es eher so raten, genau wie Ala das auch gemacht hat. Nehmt nach eigenen Empfinden mit und findet dann bei kleinen Touren vor Ort raus, was ihr wirklich braucht und was nicht. Denn das ist halt bei jedem unterschiedlich, was er braucht oder was sie braucht und was nicht. Und das lässt sich nicht immer pauschal sagen. Und nur weil ich sage, oh, das und das braucht man nicht, heißt das noch lange nicht, dass ihr das nicht braucht. Deswegen lieber mal mit einem schweren Rucksack loslaufen und dann rausfinden, okay, das hätte ich irgendwie echt sparen können, bevor man sich diese eigene Erfahrung letztendlich nimmt. Wir laufen eben durch das Wäldchen. Und ich lasse alle heute entscheiden, wo wir letztendlich in welcher Ecke wir ein Lager aufbauen werden. Ich kenne mich ja aus wie in meiner Westentasche, also das ist so oder so kein Thema. Aber trotzdem soll er sich aussuchen, wo er Bock drauf hat, was ihm gefällt. Deswegen laufen wir hier wirklich kreuz und quer und werden jetzt auch gleich noch mal ein paar Meter machen, einfach die Felder raus, damit wir den Rucksack halten, weil ich ihn auf dem Rücken hatte, auch, dass man sich einfach auch an das Gewicht vom Rucksack gewöhnt und auch herausfindet, passt der Rucksack zu einem, ja, oder eben nicht. Wie gesagt, er ist auch mit der Hängematte unterwegs. Und das ist bei der Lagerplatzwahl Vor- und Nachteil, je nach Situation. Wenn ihr auf dem Boden pennt, dann braucht ihr 1 Meter mal 2 Meter flachen Boden und gut ist. Und könnt euch da hinlegen. Bei der Hängematte braucht ihr halt 2 stabile Bäume, da muss der Abstand soweit passen. Darf nicht zu viel dazwischen sein, damit das Tarp aufgebaut werden kann, habe ich ihm eben auch schon erzählt. Also ich wiederhole mich immer so ein bisschen hier für die Kamera nochmal. Aber ihr seid natürlich mit der Hängematte bodenunabhängig. Das heißt, wenn es eben nicht gerade ist, sondern wenn es sehr schräg ist oder wenn wie hier der Boden sehr, sehr matschig ist und so weiter, dann seid ihr mit der Hängematte immer ganz gut dabei, weil dann seid ihr sofort vom Boden weg. Und das finde ich zumindest deutlich angenehmer. Ihr wisst, ich bin absoluter Hängematten-Fan. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie ihr alle das Ganze gefällt. Auch so vom Liegen und vom Liegegefühl her ist es ja bei jedem unterschiedlich. Aber ich bin da selber sehr, sehr gespannt. Oh ja, und ich spoilere schon mal eine Sache. Wir sind beide mit dem Schlafsack unterwegs, dessen Namen man nicht sagen darf. So, das Wäldchen, in dem wir pennen, lassen wir eigentlich schon hinter uns und werden hier eine Runde laufen im wunderschönen platten Land. So, und warum machen wir das? Wie eben schon gesagt, weil wir beide Bock haben, uns zu bewegen und so ein bisschen Rucksack auf dem Rücken haben. Ja, und es sonst einfach auch zu früh wird. Also, wenn wir bei Dunkelheit werden wir dann irgendwann unser Camp erst aufbauen. Und ja, bis dahin werden wir noch ein bisschen schön durch die Gegend wandern und schnacken. Schön gemütlich, ihr kennt mich ja. So mag ich es am liebsten. So, sieht zwar nach einem großen Paket aus, aber auch da scheut euch am Anfang nicht vor. Ihr habt das Alice Pack, das hatte ich ihm auch empfohlen tatsächlich. Habe ich euch ja auch schon mal im Video empfohlen. Das ist einfach super, der Rucksack. Da hat man lange was von. Das ist natürlich nicht der allerbeste und allerkomfortabelste Rucksack, den es auf dieser Welt gibt. Dafür ist es halt ein grundsolider Rucksack, der für einen sehr fairen Preis zu bekommen ist, der sehr, sehr robust ist, in den eine Menge reinpasst, den man auch gut tragen kann.
ja, das sind einfach wieder auch Gegenpunkte, die halt einfach für diesen Rucksack sprechen. Und halt, da bin ich letztes Mal gar nicht drauf eingegangen, auch wenn ich es erzählt hatte, beziehungsweise auch wenn ich es angeteasert hatte, dass man halt wirklich auch mit einfacherer Ausrüstung unterwegs sein kann und eine schöne Tour haben. Die letzte Tour, gut, die war nicht so ganz wie geplant, ne? Aber du hast es überstanden. Ja, natürlich. Und es hat funktioniert letztendlich. Hoffentlich heute auch. Ach ja, heute hast du ja hier den Schlafsack, den man nicht nennen darf. Da kann nichts mit schief gehen. Er hat wieder zwei Isomatten mit, einfach zur Sicherheit. Es soll diese Nacht gar nicht so kalt werden wie das letzte Mal. Wir sollen also wir sollen etwa 0 Grad bekommen. 0 Grad, minus 1 Grad, so in dieser Schwelle, aber eher 0 Grad hin. Aber zur Sicherheit, die eine Isomatte, das könnte zu dünn sein. Das muss man halt eben rausfinden oder das muss er rausfinden, das kann ich ihm auch nicht sagen. Auch da gilt für euch auch wieder, testet die Sachen aus. Lasst euch nicht immer von jedem erzählen, oh, ihr müsst das haben oder ihr müsst das so haben oder so. Das ist Quatsch, weil das jeder anders empfindet. Wo er bei 36 Grad plus vielleicht mal dran denkt, das Hemd auszuziehen, um ein bisschen Luft dran zu lassen, bin ich schon dabei, dass ich mir die Haut vom Leib ziehen möchte, um ein bisschen Luft dran lassen möchte. Und so ist es halt umgekehrt, was die Kälte angeht. Da ist er halt etwas kälteempfindlicher und braucht da vielleicht ein bisschen mehr als ich. Ja, aber das ist weder besser noch schlechter noch irgendwie, sondern es sind einfach verschiedene Ausprägungen und verschiedene Vorlieben. Und deswegen muss jeder halt für sich rausfinden, was das ist, was für einen passt. Es wird auf jeden Fall ein bisschen windiger, aber wir sind jetzt, wie ihr seht, ich drehe mich mal eben kurz. So. Wir sind auch wirklich mitten auf den Feldern. Gerade so einen kleinen Schwarm Möwen. Könnt ihr das erkennen auf der Kamera? Ah, jetzt kann man so ein bisschen sehen. Herrlich, ich liebe diese frische Luft. Das liebe ich auch daran, durchaus auf den Feldern unterwegs zu sein und hier zu laufen. Ist einfach schön, draußen unterwegs zu sein. Und könnt ihr sagen, was ihr wollt. Plattes Land hat auch was. Ich mag die Berge, ich mag den Wald. Ich mag es eigentlich alles, aber ich mag auch diese Weite. Wenn man wirklich so, ja, am Morgen sehen kann, wer abends zu Besuch kommt. Ich finde das dann auch was. Da seht ihr den Vogel da. Dieses in der Luft stehen, das nennt sich Rütteln. Der sucht natürlich nach Beute, nach Mäusen. Gucken, ob ich da drauf kriege, wenn er eine bekommt. Aber leider nicht. Länger will ich jetzt nicht stehen bleiben. Aber es nennt sich Rütteln. Weiß auch nicht jeder. Ich dachte, ich erzähle euch das mal. Wir sind jetzt in der Lagerplatzsuche und schauen, welche Ecke wir nehmen. Hier hat sich ganz schön was geändert. Man sieht ja auch hier schon, dass hier mit großes Gerät drin war. Und jetzt ist das hier sehr, sehr licht. Da vorne geht jetzt eine Schneise direkt bis zum Wanderweg durch. Ist also leider sehr offen. Aber hier gibt es genug Alternativen. So schade, das war ein schöner Punkt. Wir versuchen das hier wieder nicht wundern. Das ist jetzt heller geworden. Aber ich habe den ISO-Wert hochgesetzt, dass man halt wieder so ein bisschen mehr erkennen kann. Dann wird das Bild immer sehr kriselig, das weiß ich. Aber sonst wird es schwarz, beziehungsweise bleibt es schwarz. Ja, das ist auch nicht so doll. Wir haben es jetzt, ja, gleich 5. Irgendwas in dem Dreh, also halb 5 müssten wir haben, irgendwas in dem Dreh, oder? Ja. Sprich, die Sonne ist auf jeden Fall schon runtergegangen. Wir gehen jetzt also so im letzten Lichte, gehen wir hier rein und sehen, dass wir einen schönen Platz finden. So, jetzt hilft auch langsam der ISO-Wert nicht mehr. Hier habe ich gerade schön zum Aufhängen für meine Jacke. Und ich werde mir den Baum schnappen. Und den da. Und Allah schnappt sich den und da hinten die Birke. Sieht soweit vom Platz her auch sehr gut aus. Lampen brauchen wir jetzt mit unseren Augen noch nicht. Dafür ist es noch hell genug. Für die Kamera weiß ich, ist es jetzt duster oder relativ duster. Da werde ich jetzt gleich dann auch die Lampe raus, und dass ihr auch so ein bisschen was seht. Aber erstmal baue ich auf. Das brauche ich euch nicht zeigen, das kennt ihr. Also ich werde euch dann wiederholen, wenn das Lager so aufgebaut ist, und zeige ich euch das dann. Ja, werde jetzt erstmal schleunigst das Camp aufbauen. Eben hat das schon einmal kurz geregnet. Das kann die Nacht auch noch ganz gut regnen. Sie haben Regenschauer angesagt. Ja, lass uns überraschen. Ich freue mich. Also ein bisschen erkennt man den Mond. So, gekocht wird also mit Spiritus. Und diesmal habe ich ja keinen Kocher mit, sondern also kein Gestell, sondern habe mir jetzt einfach mit den Stöcken hier so gemacht. Ich mache mir einfach wieder die fertigen Schalen. Ich mag die gerne, wisst ihr. Das kommt da einfach so drauf.
dann werden die warm gemacht und dann passt das. Danach werde ich mir wahrscheinlich noch einen Tee machen. Da muss ich die Stöcke halt so ein bisschen enger zusammen dran machen, aber das kann ich dann ja halten wie ein Dachdecker und so, wie ich es gerade brauche. Ala ist mit Gas am Gange. Und was machst du dir Schönes? Eine Suppe. Ah ja, okay. Was ist das? Waldpilz. Waldpilz, na, das klingt doch gut. Wir sind im Wald, Pilze gibt es hier auch. Jo. Passt. Das funktioniert auch prima. Der Boden ist sowieso sehr, sehr nass, da muss man sich keine Gedanken machen. Da brauche ich auch keine Flammenschutzmatte oder sowas drunter, da brennt nichts. Da kann ich mir einen Bunsenbrenner drauf ballern. Das ist so nass, da müsste ich mich schon richtig, richtig anstrengen, um da was zu entzünden. So, die erste Schale ist fertig, aber eine reicht natürlich nicht. Ich mache mir auf jeden Fall zwei. Ja, funktioniert da vorne und ich liebe den Trang hier. Wie schon so oft gesagt, Spiritus ist einfach mein Favorit. Bis auf das Knistern der Mahlzeit. Komplett geräuschlos. Ja. Und eine so eine Ladung reicht für beide Schalen, für jetzt gleich nochmal einen halben Liter Tee und für morgen früh nochmal einen Kaffee. Da brauche ich nicht nochmal extra Spiritus mitnehmen. Windschutz wäre nochmal ganz praktisch gewesen. Dann würde das ein bisschen schneller gehen, weil jetzt natürlich der Wind so ein bisschen die Flamme hört man jetzt wieder, jetzt geht's los. Aber ja, meine Güte, das ist Kleinkram. Schade, dass man den Mond nie so richtig auf Kamera kriegt. Das sieht gerade richtig herrlich aus, so der Mond zwischen den Bäumen. Herrlich. Da machen wir ein bisschen Roomtour als Tarp. Also wir sind jetzt bei Alas Setting. Da hat er die gute alte Baumarktplane, würde ich jedem empfehlen. Und hier meine alte Hanfschnur. Baumarktplane ist zwar ein riesiges Paket, aber ist halt einfach saurobust. Dann hat er hier die gute alte Didi Hammock. So, ne, mit dem Zwischenboden darunter ist eine Ridge Rest. Und hier liegt der Defense 4, der für die Nacht definitiv genügend Wärme bringen sollte. Zu meinem Setting erzähle ich gleich was, wenn ich mich hinlege, beziehungsweise ich mache gleich bei mir auch nochmal so eine kleine Roomtour. Und ja, wir werden uns das auch bald hinlegen. Ist jetzt spät genug und nachdem wir gegessen haben, geschnackt haben, Tee getrunken haben, freut man sich jetzt so langsam in die Koje zu gehen. Ich habe das Didi-Tab und habe jetzt hier ganz neu die erste Nacht mit meiner Hennessy-Hängematte, also der anderen, der ohne Mückennetz, hatte ich erzählt, dass ich die haben will. Und ich habe auch einen Defense 4. Ich habe ja in meinem Video einen Schlafsack fürs ganze Jahr schon gesagt, dass ich da mal neugierig bin. Und kurz nachdem ich das gedreht hatte, gab es bei einem Shop massiven, also war einfach so wieder so diese Angebotswochen. Und da gab es massiven Preisnachlass. Also ich habe für die XL-Variante ganz knapp 100 Euro bezahlt. Ist jetzt natürlich immer noch nicht billig, aber ist mal geschmeidig deutlich weniger als der normale Preis. Ja, und da hat die Neugier einfach gesiegt. Ja, wie gesagt, das ist reine Neugier, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wollte ich schon immer mal testen, deswegen bin ich sehr gespannt. Wir kriegen diese Nacht etwa 0 Grad. Es ist jetzt gerade so zwischen 1 und 2 Grad. Also viel mehr als 0 Grad werden es auch nicht werden. Ja, schön ist, dass an der Hennessy, an der Ridgeline, mein Didi-Tab hervorragend heranpasst. Das ist also wirklich richtig gut, dass ich das an der mit Fußknoten direkt an der Ridgeline befestigen kann. Sprich, ich werde das morgen direkt mit der Snakeskin zu einem Paket machen können. Und der Defense 4 passt tatsächlich in den Jäger 2, allerdings nur ohne Packsack, sprich lose rein und nach unten gestopft. Dann passen der Schlafsack, die Hängematte, das Tarp, was habe ich da noch drin im Kopfkissen, die BW-Faltmatte, Poncho und eine 1-Liter-Flasche, also meine Titanflasche, passen alle ins Hauptfach von dem Jäger 2. Also das ist ganz cool, dass das alles so reinpasst. So, aber ich werde mich jetzt auch hinlegen. Hängematte ist saugemütlich. Wie gesagt, es ist ein etwas anderes Liegen als bei normalen Hängematte durch den asymmetrischen Schnitt. Da muss man also erstmal den richtigen Winkel finden, beziehungsweise wenn man falsch geneigt liegt, dann merkt man, dass das nicht klappt. Also von daher, das findet sich sehr schnell. Defense 4, ja, wie gesagt, da hat mich einfach die Neugier übermannt. Ich wollte den seit Jahren schon testen. Ich werde aber auch kein Video dazu machen. Definitiv nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Jeder soll nutzen, wo er Bock drauf hat. Und das ging mir wahnsinnig auf die Nerven mit diesen Diskussionen. Ich mag Carinthia, wisst ihr. Und momentan ist der richtig knallewarm. Also so richtig knallewarm. Mich hat es gefreut, dass das alles in den Jäger 2 reingepasst hat. Das hätte ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, der Defense nur ohne Packsack, also wirklich einfach lose reingestopft. Ja, Tab, wie gesagt, das Didi-Tab, das passt schön in dieser Kombination. Und ich denke auch, dass ich das wirklich in der Snakeskin zu lang zusammen mit dieser Hängematte lassen werde. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Auch schön ist wieder bei der Hängematte mit der Ridgeline. Ich weiß nicht, ob ihr es so sehen könnt, dass da halt so eine Tasche wieder ist.
Da habe ich halt meine Wasserflasche mit einem Liter drin und die Kamera. Das ist sehr angenehm. Ja, und jetzt wird man so langsam hinübergleiten. Also ich habe auch echt eine gewisse Bettschwere. Und ja, ihr merkt, dass wir diesmal deutlich gesprächiger sind und ich auch ein bisschen mehr filme jetzt gerade hier im Lager. Das kommt einfach, weil es diesmal deutlich wärmer ist. Letztes Mal war es ja doch im Minusbereich und ja, da hat es ja auch alles nicht so hingehauen. Man muss ein bisschen improvisieren und da hatte ich einfach wieder Zeit, noch Lust, dann eben so viel zu filmen. Es ist diesmal alles deutlich angenehmer und dann quatsche ich auch gerne mit der Kamera mehr. So, jetzt haue ich mich aber wirklich hin und sage gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen. Das war eine richtig, richtig warme Nacht. Also eine echt warme Nacht. Temperatur ging auf 2 Grad runter. Also es ist gar nicht 0 geworden, sondern 2 war sowas Kälteste, was ich gesehen habe. Wenn ich zwischendurch mal wach geworden bin, habe ich geguckt. Ich glaube nicht, dass es dazwischen noch kühler geworden ist. Den Defense 4 habe ich maximal immer so bis zum Bauch hochgezogen und Hände noch drunter. Aber obenrum freigelassen, weil es sonst echt einfach viel zu warm geworden wäre. Der ballert echt bei der Temperatur. Also für die Nacht hätte der Defense 1 definitiv ausgereicht. Aber boah, es wäre sehr angenehm. Also will ich mich gar nicht beschweren. Aber wirklich extrem warm. Also noch so, dass ich nicht geschwitzt habe. Aber wie gesagt, der Defense 1 hätte ausgereicht bei 2 Grad. Defense 4 konnte ich nicht komplett. Ich habe den als Overkill genutzt. Ich bin in der Hängematte. Dann nutze ich Schlafsäcke immer als Overkill. Ja, und da hatte ich den wirklich bis zum Bauch und ja, unterhalb der Brust gerade noch hochgezogen. Da war schön warm und wie gesagt, die Hände noch mit runter. Aber ansonsten war dann so viel Wärme von unten, dass ich dann nicht mehr gebraucht habe. Ja, knapp 8 Stunden gepennt. Jetzt gibt es erstmal ein Käffchen. Und dann wird abgebaut und dann geht's nach Hause. Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn der Kaffee auf dem Feuer ist und darauf wartet, dass er fertig wird. Ja, es ist eben, ich habe ihm geschaut, es sind doch nur 1 Grad. Ist doch tatsächlich noch kühler geworden, hätte ich gar nicht gedacht. Trangia braucht jetzt so ein bisschen, bis er losgeht. Aber das passt auf jeden Fall. Ich hätte ihn jetzt so ein bisschen niedriger machen können, die Hölzer ein bisschen weiter rein. Aber das passt auch. Sobald er erstmal in Gang ist, wird das heiß genug. Alles wieder. Erstmal guten Morgen. Moin. Ist mit dem Gaskocher am Gange. Und nach gut geschlafen? Aber wie? Ja. Sehr schön. Also diesmal mal eine Nacht ohne Frieren. Das ist auch mal angenehm. So, was ich beim Tarp generell beim Abspannen immer empfehlen würde, nicht nur für den Anfang, sondern generell. Einmal macht euch Schlaufen in die Enden. Warum, zeige ich gleich. Aber vor allem nehmt simple Knoten. Es gibt so viele vermeintliche Spezialknoten und so weiter und so fort. Und die mögen auch alle ihre Berechtigung haben. Aber die simpelsten Knoten sind meiner Meinung nach einfach die besten. Vor allem, weil die auch mit eisig kalten Fingern gut von der Hand gehen. Und vor allem immer Knoten, die einfach auch schnell wieder aufgeben, nämlich mit einem Zug. Gerade wenn ihr unterwegs seid, wenn es kühl ist und ihr habt wirklich kalte Finger, dann werdet ihr froh sein, wenn ihr das einfach ohne lange rumfriemeln schnell wieder aufbekommt und sogar mit dem Handschuh wieder aufbekommen könnt. Hier ist einfach nur eine Schlaufe, seht ihr hier. Zack, das ziehe ich auf. Und dann, zack, hier auch nochmal durch. Ich habe die mehrfach gemacht. Und schon ist das Ganze auf. Und das ist nur noch im Baum gewickelt. Und die Seite ist abgespannt. Und ihr braucht da gar nicht groß rumfriemeln, sondern habt das sofort lose. Welche Schnur ihr nehmt, das ist echt Geschmackssache. Paracord hat sich halt so durchgesetzt. Hanfschnur ist genauso gut. Ist stellenweise noch günstiger zu haben. Ich mag Hanfschnur sehr, sehr gerne. Es ist sehr angenehmes Arbeiten damit. Das ist einfach rein Geschmackssache, womit ihr lieber arbeitet. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, so die verschiedenen Schnüre und ihre Vor- und Nachteile. Wenn euch das interessiert, dann schaut mal meine Bushcraft-Basiswissen-Reihe rein. Da habe ich eine Playlist angelegt. Da ist das auch mit drin. So, und hier seht ihr nochmal, was ich meine mit der Schlaufe. Und zwar habt ihr hier gar keinen Knoten, sondern ich habe wirklich einfach die Schlaufe genommen. So, könnt ihr das sehen? Da. Durch. Da habe ich die Schlaufe. Einfach hier durch die Öse und dann mit dem anderen Stückchen von der Schnur da durch. Und dann braucht ihr nämlich auf der Seite des Tarps gar keinen Knoten, sondern ihr schlauft da einfach durch. Und auch das ist einfach deutlich angenehmer, gerade wenn ihr mit kalten Fingern am Gange seid, dass das dran ist und so wieder gelöst werden kann, ohne dass ihr da noch Knoten habt. Ich lasse es jetzt dran, weil ich das gleich in die Snakeskin alles zusammen einwickel. Aber würde ich auch empfehlen oder kann ich einfach nur empfehlen,
macht euch das Leben da leichter und macht euch das nicht zu kompliziert mit dann irgendwelchen super fancy Knoten, sondern macht euch das Leben so leicht, dass ihr denkt immer dran, ihr wollt den Kram mit eiskalten Fingern auch gut lösen können. Das ist eigentlich so, ja, das, wonach ich meine Aufbauten mache, dass das einfach auch mit eiskalten Fingern immer gut geht. Ich bin oft unterwegs, wenn es kalt ist, wenn es nass ist, wenn es regnet und so weiter. Und dann ist man einfach froh, wenn man dann nicht jetzt irgendwie groß was rumfriemeln muss, sondern was mit einem Zug gleich so funktioniert. Letzte, was ich auch noch so als kleinen Tipp, das Tarp immer so zuletzt abbauen. Wie gesagt, die Tipps richten sich jetzt weitestgehend an Anfänger. Wie gesagt, deswegen eingangs gesagt, dieses Bushcraft-Azubi ist natürlich in Anführungsstrichen Bushcraft-Azubi. Das klingt jetzt so, hahaha. Ich darf das sagen, er war 3 Jahre lang mein echter Azubi. Deswegen darf ich ihn auch Bushcraft-Azubi nennen. Wie gesagt, mir geht es darum, dass ich so ein paar Tipps und Tricks, die sich durchaus an Einsteiger und so weiter richten, immer mal mit reinbringe, die ich vielleicht schon lange nicht mehr gesagt habe oder die ich bei Touren, wo ich sonst nicht mehr drauf eingegangen bin, dass ich da so 1-2 Worte zu erzähle. Tab zuletzt auf Abbauen deswegen, weil wenn man noch frühstücken möchte und so weiter, es fängt dann doch noch an zu regnen, auch wenn man nicht damit rechnet. Es fängt immer damit an zu regnen, wenn man nicht damit rechnet. Dann hat man einfach das Dach noch, kann alles andere in Ruhe einpacken, kann sich anziehen, umziehen und so weiter und so fort. Gegebenenfalls vorher noch den Schlafsack so ein bisschen auslüften lassen und dann ganz zum Schluss eben das Tab abbauen, zack. Und dann kann man sich auf den Weg machen. So, die ganz faule Nummer, das ist tatsächlich mit einer Snakeskin. Die habe ich vor kurzem erst für mich entdeckt. Ich wickel das Tarp um die Hängematte. Die Hängematte ist also da drin. Ich habe die beiden Tarpseiten, die Außenseiten sind auch außen geblieben, sodass die Hängematte so eingewickelt, dass sie nicht nass wird. Dann könnt ihr nämlich einfach, hier habt ihr dann die Snakeskin und die zieht ihr dann einfach bis zur Mitte rüber und habt das gesamte Paket zusammen. Aber das wollte ich einfach nur mal gezeigt haben. Wie gesagt, ist jetzt nichts, was ich sage, oh, das braucht ihr oder das muss sein. Definitiv nicht. Das geht ohne. Absolut auch genauso gut. Ich wollte es euch nur zeigen, weil ich es gerade da habe. Wie gesagt, das ist natürlich die ganz komfortable Sache. Gerade auch beim Aufbauen, weil ihr dann natürlich sehr, sehr schnell auf- und abbauen könnt und alles gut zusammen habt. Dann habt ihr ein Paket. Da wisst ihr, habt ihr Hängematte und das Tarp und alles ja eben so zusammen. Und ja, macht die Sache einfach so ein bisschen angenehmer und ein bisschen leichter. Und es ist eine reine Komfortsache. Wie gesagt, absolut nicht notwendig, geht alles einzeln und will ich überhaupt nicht zu raten oder sagen, das braucht man. Es ist einfach eine reine Komfortsache, die man machen kann. Das Paket ist dadurch wieder größer. Ihr habt wieder eine zusätzliche Sache, die ihr mitschleppen müsst, nämlich die Snakeskins. Das sind so die Nachteile, aber wie gesagt, es ist komfortabler. Und wenn der ein oder andere vielleicht da keine Lust hat, rumzufriemeln oder lieber ein Paket hat, was er schnell aufbaut, wollte ich das eben ganz gerne mal erwähnt haben, weil es echt sehr praktisch ist und deutlich schneller geht. So, was ich auch immer empfehlen würde, bevor ihr aufbrecht, leuchtet den Boden nochmal gut ab. Gerade bei so einem Blätterboden hat man ganz schnell irgendwas vergessen, irgendwas liegen gelassen. Wir verabschieden uns. Ja, ich hoffe, die Tour hat Spaß gemacht, also uns auf jeden Fall. Ja, es hat sich letztes Mal einer beschwert, dass es so dunkel ist. Aber naja, im Winter, was soll ich dagegen tun? Das wird früh dunkel und spät hell. Da kann ich nur bedingt was gegen machen. Ja, ja. Aber ich finde trotzdem so kleine Tourvideos, ja, will ich trotzdem auch mal zwischendurch machen, auch wenn es dunkel ist. Aber hey, dafür habe ich das Licht und ich denke, ja, ich hoffe, das war ein schönes Video. Schön auf jeden Fall, dass ihr mit dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Eisvogel da vorne. Ah, das war unten weggeflumpt. Minus 5. Es sollen auf jeden Fall minus 8 werden. Manche Wetterberichte sprechen sogar von minus 11. Ich lasse mich da mal überraschen. Hier wird es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen kälter, weil direkt am Wasser wird es meistens noch ein bisschen kälter. Einfach durch die Luftfeuchtigkeit vom Wasser selber. Da ist meistens noch mal so zwischen 1 und 3 Grad kälter. Gerne mal, also natürlich nicht immer, aber schon in Regelmäßigkeit. Ich warte jetzt hier so langsam, bis es sich etwas leert, weil natürlich noch viele Leute jetzt das wahrnehmen und rodeln und hier unterwegs sind. Und mal schauen, ob mein Platz frei ist. Bin ich eigentlich ganz gerne. Und dann werde ich mal meine Ranger Roll aufbauen und gucken,
ob die auch bei minus 8, minus 9 Grad hinhaut. Ich werde gleichzeitig auch noch eine andere Isomatte austesten. Ich habe mir mal nicht meine Savotta-Matte mit. Dann wüsste ich, dass es nach unten hin sehr warm ist. Aber ich will ganz gerne die Ridgerest und die BW-Matte koppeln. Ja, einfach auch wieder aus diesem Gewichtgedanken will ich einfach mal ein bisschen damit rumspielen. Aber es ist jetzt so eine Testtour, von der ich noch nicht weiß, wie es läuft und wie warm es letztendlich wird. Also wenn ihr wollt, könnt ihr mich wieder gegebenenfalls ein bisschen leiden sehen. Aber jetzt mache ich mich erstmal auf den Weg. Herrlich, wenn die Krähen sich ihre Schlafbäume suchen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hören dürftet ihr es auf jeden Fall. Nicht wundern, dass sich der Ort geändert hat. Ich musste mal wieder umdisponieren. Der Platz am See oder die Plätze sind mittlerweile echt so beliebte Grillplätze für den Abend, selbst im Winter noch. Deswegen musste ich so ein bisschen umdisponieren. Bin im Dauerlauf zurück zum Auto und bin dann so nah, wie es eben die Startverhältnisse zuließen, an das nächste Wäldchen rangefahren und werde jetzt zusehen, dass ich mir hier einen Platz suche. Ja, kommt letztendlich aufs Gleiche hinaus. Ich hätte total gerne am See gepennt. Aber wie gesagt, der Platz ist irgendwie sehr, sehr beliebt mittlerweile. Ja, ein anderes Gebiet, wo ich geschaut hatte, das war so voll von Wildschwein. Ich weiß nicht, ob die auch so ein bisschen ausgewichen sind, weil der andere Platz so oft frequentiert ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren da jetzt reichlich Wildschweine unterwegs, da wollte ich auch nicht hin. Es ist gut kalt, auf jeden Fall. Und wie gesagt, mal gucken, minus 9 bis minus 11 sollen das die Nacht über werden. Ich bin gespannt. Das ist das Schöne, man sieht so alle Spuren im Wald. Herrlich. Die eigenen allerdings auch sehr, sehr gut. Ja, das Stapfen durch den Schnee ist gar nicht mal so unanstrengend. Ich habe auch keine Lust, den erstbesten Spot zu nehmen. Ich wäre schon zweien gewesen. Aber ich möchte schon so ein bisschen rein ganz gerne. Und nicht so nah am Weg oder an der Straße. Ja, so gehe ich noch ein bisschen. Herrlich, oder? Ich hätte ja fast nicht zu hoffen gewagt, dass ich noch eine richtige kleine Schneetour bekomme. So einmal mit ein bisschen hatte ich ja schon, da habe ich euch auch teilweise mitgenommen. Aber dass nochmal so richtig Schnee liegt, ach herrlich, echt herrlich. Eine Sache habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Und zwar will ich auf dem Boden pennen. Ich habe noch meine Elefantenhaut mit. Die werde ich so als Unterlage legen. Dann meine BW-Matte. Und dann die Ridgerest. Und dann gucken, ob das zusammen ausreicht. Auch für den Winter. Und eben die Ranger Roll. Da bin ich besonders gespannt drauf. Wie gesagt, die Ranger Roll ohne diese Zwischenschicht, die ich euch gezeigt habe, die habe ich bis 4 Grad ausgetestet. Also habe ich bei 4 Grad gut drin geschlafen. Deswegen bin ich besonders gespannt, wie viel diese Zwischenschicht jetzt tatsächlich bringt und ob die mich auch in den Minustemperaturen gut schlafen lässt, wenn die restliche Kleidung stimmt. Also ich bin komplett in Wolle eingepackt, also Wollsocken, Wollmittelschicht, Wollaußenschicht, Wollpullover, beziehungsweise Shirt, lange Wollunterbüchs zusätzlich und eben eine Lodenhose. Also ich bin gerade so komplett in Wolle gepackt.
Aber bin ich ja fast immer. Also das ist einfach mit Abstand mein Favorit, was die Kleidung angeht. Aber ich werde zu einer Ecke gehen, die ich kenne. Weil ich da so ein, zwei ganz gute Punkte im Kopf habe, die ganz gut passen sollten. Und der primäre Zweck der heutigen Nacht ist tatsächlich das Austesten. Oh ja, was ich euch bei diesem Wetter echt dringend ans Herz legen möchte, holt euch Gamaschen und tragt sie. Die sind echt Gold wert. Erstmal machen die Waden ein bisschen wärmer und vor allem sorgen die dafür, dass kein Schnee in die Schuhe reinkommt, eure Hosen nass machen und so weiter und so fort. Und wenn so ein bisschen Regen kommt, das ist so ein bisschen in Kombination mit dem Poncho, schützt das eben auch die Waden. Also alles unterhalb des Knies sehr gut. Bei den Gamaschen würde ich keine nehmen, die irgendwie nur so 10 cm lang sind, sondern wirklich welche, die etwa direkt bis unterhalb des Knies gehen. Und vor allem, wenn ihr dann einen Regenponcho habt, dann habt ihr insgesamt einen sehr guten Regenschutz. Und beim Laufen, wie gesagt, bleibt ihr trocken, beziehungsweise bleibt eure Hose und bleiben die Schuhe trocken. So, ich weiß, ihr könnt mich wahrscheinlich nicht mehr sehen, aber ich bereite eben schnell das Lager vor. Ich stampfe eben den Boden flach. Ich habe endlich eine Stelle gefunden, die nicht nur flach aussieht, sondern auch weitestgehend flach ist. Also trampel ich jetzt erstmal den Schnee etwas nieder. Dann baue ich mir alles auf, weil ich muss ja noch die Ranger-Roll zusammenrollen, beziehungsweise zusammenbinden. Und dann hole ich euch wieder. Es steht alles. Brauche ich euch ja jetzt nicht im Detail zeigen, habe ich ja im Vorfeld gemacht. Ich kann euch auch immer nur empfehlen, wenn ihr euch gerade bei Kälte im Winter anstrengt und ihr fangt so das leichte Schwitzen an, dann zieht die Sachen aus. Also ich habe jetzt auch die äußere Schicht ausgezogen, Buff ausgezogen, weil ich gemerkt hatte, so als ich platt Schnee platt getrampelt hatte und so und hier am Rumhantieren war, dass ich da... Moment. So, sorry, jetzt seht ihr mich zwar weniger, aber es ist nicht dieser mega starke rote Strahl. Habe ich halt gemerkt, dass ich echt gut geschwitzt habe und oder angefangen habe zu schwitzen und dann gleich Jacke ausgezogen, weil das gerade bei Kälte echt gefährlich werden kann oder euch einfach eine Nacht vermiesen kann, wenn ihr halt einfach durchgeschwitzt seid. Bei Wolle ist es zum Glück nicht ganz so das Thema, aber trotzdem, auch da sehe ich immer zu, dass ich, bevor ich wirklich das Schwitzen anfange, die Klamotten ausziehe. Und manchmal stehe ich auch im Winter dann einfach da und bin im T-Shirt. Und wenn ich dann mit einem fertig bin und so langsam wieder runterkühle, dann kann ich eine Schicht nach der anderen wieder anziehen. So, für mich heißt jetzt gleich, mich hinlegen. Ich habe jetzt, wie gesagt, Elefantenhaut. Darüber habe ich die BW-Matte, darüber die Ridgerest. Ich ziehe mir gleich meine Jacke auch wieder an. Ich habe in meinem Rucksack, den ich auch als Kopfkissen nutze, Moment, da. Ich hoffe, das könnt ihr soweit erahnen. Moment, so. Da ist der Rucksack, das ist halt das Kopfkissen. Da habe ich eine Regenhülle drumherum gemacht. Einfach damit, wenn der im Schnee liegt, ja, der halt nicht klitschnass wird oder der ganze Schnee halt am Rucksack selber hängt. Ja, was essen brauche ich nicht mehr, das habe ich zu Hause gemacht. Ich bin ja relativ spät erst raus, da brauche ich für heute jetzt nichts mehr. Außer ein, zwei Riegel habe ich mir mitgenommen. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ich habe im Rucksack auf jeden Fall noch meine Frostbeule, die Lodensturmhaube, habe ich euch auch mal vorgestellt, richtig geiles Teil. Das habe ich auch noch mal mit, das werde ich erst dann anziehen, wenn ich das Gefühl habe, es ist notwendig. Ich werde jetzt wirklich gleich auch ohne Handschuhe, ohne Buff, ohne Mütze, einfach nur in meiner sonstigen Kleidung, also die andere Jacke ziehe ich gleich noch an, werde ich mich reinlegen und ja, dann werde ich abwarten, wie kalt das wird und nach Schichten hinzufügen, bis ich so herausfinde, okay, bis zu welcher Schicht geht es, wie viel brauche ich und wie fühlt es sich insgesamt an. Ich packe mir alles auf den Rucksack. Wie gesagt, Moment. Da ist der Rucksack, wie gesagt, das ist für das Kopfkissen. Das sind meine, das sind eigentlich die Inlets von Gummistiefeln. Das habe ich euch auch mal gezeigt. Die ziehe ich als Socken an. Und darunter habe ich eben Frostbeule, Pulswärmer und Handschuhe, sodass ich in der Nacht gar nicht groß hantieren muss. Hier nochmal eine Wasserflasche. Und so habe ich eben alles immer gleich griffbereit. Gerade in der Nacht will ich da nicht groß rumhantieren. Und die Elefantenhaut im Moment ganz klar. Ihr seht, wie schnell Schnee vom Rand hochkommt. Und wenn jetzt hier direkt die Isomatte wäre, das ist jetzt eben die Elefantenhaut, die ihr da seht, die gibt mir einfach nochmal ein bisschen mehr Platz. Und wenn nämlich direkt hier, das ist, ne, seht ihr, BW-Matte Ridgerest, wenn da nichts drunter wäre, dann hätte ich in 0, nicht Schnee auf der Isomatte. Und da ich ja die Ranger Roll so ein bisschen als Overkill nutze, hätte ich das dann auch mit drunter, mit drin. Und das würde nass und unangenehm werden. Deswegen brauche ich da noch ein bisschen was drunter. Bei der Hängematte entfällt das natürlich. Da kann man die Elefantenhaut dann auch nutzen, um das neben die Hängematte auf den Boden zu packen, damit da die Ausrüstung trocken bleibt. Das geht auch hervorragend. Aber wenn man auf dem Boden pennt, dann ist die Elefantenhaut echt praktisch, um sich da einfach nochmal so ein bisschen, auch wenn es nass ist oder wenn es matschig ist, dass man einfach nochmal so ein bisschen Fläche rechts und links hat,
um eben ja, nicht gleich schmutzig zu werden oder sich die Nässe ins Lager zu holen. Eine kleine Justierung nehme ich gleich vor. Und zwar ziehe ich meine dünne Mütze, mein Buff und meine Handschuhe doch von vornherein an. Als Extra sind wirklich nur die Frostbeule dann dabei. Und die Pulswärmer. Noch zusätzlich Pulswärmer, die beiden. So, ja, das macht aber macht mehr Sinn. Ja, mehr gibt's jetzt auch erstmal nicht mehr von mir. Ich werde mich jetzt gleich hinhauen. Und ja, werde mich melden, wie die Nacht so war. Da werde ich bestimmt noch so ein paar Sachen zu sagen. Je kälter, desto weniger gesprächig. Aber wie gesagt, ich hau mich jetzt gleich erstmal hin. Und ja, versuch die Nacht gemütlich zu pennen. Guten Morgen. Es war eine erstaunlich gute Nacht. Ich habe die Frostbeule nicht angezogen. Pulswärme habe ich noch angezogen. Und Handschuhe habe ich gleich mitgestartet. Ich habe soweit gut geschlafen. Das ist jetzt irgendwas um kurz vor vier muss es sein. Halb vier, vier. Irgendwas in dem Dreh. Was immer mal so ein kleines Problem war, das waren die Arme. Ich musste immer so ein bisschen die Ranger Roll darunter rollen. Wenn ich mich so ein bisschen bewegt habe, ist es manchmal runter weggerutscht. Das ist eine Hängematte, wäre es besser. Das war dann kühl an den Armen. Ich habe das dann so gelöst, dass ich die Arme quasi über den Bauch verschränkt habe, beziehungsweise ineinander gegriffen. So dass die Arme den Boden nicht berühren, weil da ist natürlich auch keine Isomatte gewesen. Das war dann auch kühl. Ich habe meine Finger jetzt ausgezogen, um sie mit zu filmen. Das ist scheiße kalt. Ja, also insgesamt Test auf jeden Fall positiv überstanden. Ja, für die Arme, wie gesagt, in der Hängematte wäre es noch besser, wenn man an den Rand der Hängematte hat. So, mit Swagman zusammen. Ja, also ich stehe jetzt auf. Schmeiß einen Kram in den Rucksack und sieh zu, dass ich nach Hause komme, dann zur Arbeit. Ja, das wird es auch gewesen sein. Ich sage es mit den Armen. Es wird in der Hängematte nochmal getestet. Ich glaube, dass das besser funktioniert. Da kann man die Roll, die Seiten, besser halt inzwischen klemmen. Das ist jetzt auf dem Boden natürlich kein Gegenhalt. Ja, und jetzt ziehe ich mir wieder Handschuhe an. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Moin allerseits, ich bin Sven und Chris und meine Wenigkeit nehmen euch mal wieder mit auf eine Tour. Und nicht nur irgendeine Tour, sondern ja eine Tour, wo wir uns besonders drauf gefreut haben. Denn es ist für uns beide eine Revival-Tour. Denn vor ziemlich genau 10 Jahren hat Chris angefangen, ja, mitzukommen und mich zu begleiten. Und seitdem sind wir zusammen unterwegs. Aber 10 Jahre sind seitdem auch schon wieder ins Land gegangen. Und wir werden, Chris konnte zum Glück die Tour noch so weit nachvollziehen. Ich hatte zwar auch noch meinen Reisebericht, aber nur die Eckpunkte so, aber Chris hatte da zum Glück auch so einige Daten und kriegt die zusammengekriegt. Und wir werden diese Tour fast originalgetreu nachlaufen. Ein ganz klein bisschen modifiziert, weil wir jetzt einfach 10 Jahre älter sind. ja, und wir starten jetzt erstmal. Wir haben heute ein paar Kilometer vor uns. Hätten nicht unbedingt gerechnet damit, dass wir so viel durch Schnee stapfen müssen. Da ist die letzten Tage auch noch ein bisschen was runtergekommen. Aber ja, schön aussehen tut es ja immer. Und wir suchen uns jetzt erstmal ein kleines Plätzchen, wo wir uns kurz hinsetzen werden, kurz frühstücken. Wir sind heute Morgen früh los, haben noch nichts weiter gegessen. Dann wird erstmal gefrühstückt und dann wird gewandert. Richtig schön und vor allem einfach herrlich, mal wieder hier zu sein. Die Originaltour werdet ihr übrigens auch in meiner Zeitreisereihe so als kleines, in Anführungsstrichen, Hörbuch zu sehen und zu hören bekommen. Weil das ist definitiv auch eine von diesen besonderen Touren, die ich gerne dieser Zeitreise-Reihe hinzufügen möchte. Bevor die dran ist, kommen noch ein paar andere. Aber wie gesagt, da wird auf jeden Fall auch ein Teil dazu kommen. Ja, das ist einfach herrlich. Ich
falls irgendjemand Schnappatmung bekommt, dass wir unterwegs sind, dass wir zu zweit sind. Wir haben beide einen Test gemacht, wir sind beide negativ. Wir haben beide brav die Maske getragen während der Fahrt. Und wir werden voraussichtlich ja, keine Menschenseele sehen. Wir sind aus dem Wagen raus, vom Wanderparkplatz, los und gut. Wunderschön, absolut herrlich. Aber viel mehr Schnee als wir erwartet hatten. Und man sinkt teilweise bis zum Knie ein. Puh, das wird eine anstrengende Tour. Hätte ich nicht so gedacht. Ich dachte, wir können ja eigentlich ziemlich easy durchlaufen. Aber da kam auch noch mal gut was runter. Und jetzt durch die Sonne ist es auch so richtig schön sulzig, dass man überall einbricht. Puh. Wir haben noch ein ganzes Eckchen vor uns. Da im Hintergrund, da sieht man unser Ziel für heute. Allerdings nicht auf dem direktesten Weg, sondern ein bisschen schlenker, sondern ein bisschen windig. Aber hier ist es auch gerade ein bisschen exponierter. Man merkt auf jeden Fall gut, dass der Schnee Kraft kostet. Ja, aber wie gesagt, da hinten seht ihr vielleicht den Gipfel. Da wollen wir hin. Was für ein herrlicher Weg das war. Aber jetzt ist mir auch echt Schweiß auf der Stirn. Die Sonne, ja, die müsstet ihr sehen können, die ballert echt gut runter. Wir haben irgendwas zwar nur von 12 Grad gesagt, das fühlt sich aber gerade nach deutlich mehr an. Und der Schnee tut sein Übriges. Hier wird es jetzt gerade mal ein bisschen freier. Das ist sehr angenehm, dass man mal ein bisschen schneller laufen kann. Aber wenn ich das da vorne so sehe, dann bleibt das die Ausnahme. Ja. Ah, es ist einfach so schön, wieder hier zu sein. Das hat mir auch echt, hat uns beiden einfach enorm gefehlt. Schön, dass es jetzt alles gepasst hat, dass die Rahmenbedingungen alle gepasst haben. Da sieht man mal schön, durch was für eine Schneehöhe wir hier laufen. Teilweise, wie gesagt, bis zum Knien ist man dann weg. Aber der Weg ist einfach nur ein Traum, das ist so herrlich. Sowas von Glück mit dem Wetter, auch mit der Sonne jetzt. Einfach nur schön. Also hoffentlich ist es heute Abend und heute Nacht auch klar. Das wäre cool, von ganz oben dann eben mal schön Sternenhimmel zu haben und so. Das wäre schon cool. Wir haben gerade erschreckenderweise auf einem Schild gesehen, dass wir erst 3 Kilometer haben, also etwa 10% unserer Gesamtstrecke, und dass wir dafür unglaubliche 2 Stunden gebraucht haben insgesamt. Also ich weiß nicht, ob die Beschilderung richtig ist, keine Ahnung. Die sind hier im Harz ja manchmal ja ein bisschen fragwürdig und mal ja, mal läuft man eine Stunde und plötzlich ist der Weg länger geworden. Aber wenn das stimmt, ja. Na gut, ich kann es mir vorstellen. Dadurch, dass wir jetzt hier wird es ein bisschen freier gerade, wie ihr merkt, vom Laufen her und Laufgeschwindigkeit. Aber da wir über große Strecken knietief in Schnee hatten, konnten wir natürlich auch nur viel, viel, viel langsamer vorankommen. Aber mal schauen, wie der Weg weitergeht. Wie gesagt, wir wollen so insgesamt 25 bis 30 Kilometer. Ja, aber gut, uns hetzt ja nichts. Oh nein, ein Hindernis. Oh nein, was tun wir? Aber die Kamera packe ich trotzdem mal weg. Auch wenn hier viel tot ist, aber schaut mal, wie viel Neues da schon wieder zwischen ist.
Ah, schon wieder Hindernisse. Es sind tatsächlich einige so auf dem Weg bisher. Einige umgestürzte Bäume, wo man so ein bisschen dran vorbeikraxeln muss. Aber meist hat man da tatsächlich schon den einen oder anderen Trampelpfad. Aber weiterhin viel, viel, viel Schnee. Zwischendurch hat man so ein bisschen freie Fläche, das tut dann auch gut. Dann kann man mal 10 Meter etwas schneller laufen. Aber das wird eine Schneetour. So, jetzt wird es nochmal richtig anstrengend. Jetzt haben wir 1 Kilometer nonstop Anstieg. Da geht es hoch zu einem Aussichtspunkt. Und wir werden nachher den gleichen Weg wieder runtergehen zwar. Aber damals bei der Tour sind wir auch dort hoch. Und die Aussicht möchten wir gerne mitnehmen. Also Zähne zusammenbeißen. Damals hatten wir zwar keinen Schnee, aber nutzt ja nichts, ist wie es ist. Ja, da geht es jetzt hoch, da werde ich jetzt glaube ich auch zwischendurch nicht filmen, sondern erst wenn wir wieder oben sind. Ja, das ist ja stellenweise echt tief. Puh, da muss man echt aufpassen. Jetzt wird es auch langsam echt warm. Ein Traum, schaut euch das mal an. Also wirklich herrlich. Wir haben so ein Glück mit dem Wetter. Es war nicht ansatzweise so gut angesagt. Aber ja, man muss ja auch mal Glück haben, ne? Herrlich. Hier wieder ein angemalter Stein. Ist uns eben gar nicht aufgefallen. Sehr schön. Wir laufen jetzt diesen Rinnsal an Schmelzwasser runter. Läuft sich deutlich angenehmer als auf den Schnee, auf dem Schnee. Ja. Ah, ist ein cooler Weg, der macht immer Spaß. Gerade noch mal eben kurz justiert. Die Jacke war echt so ein bisschen zu warm. Reicht, ja, eigentlich T-Shirt. Wir haben jetzt, ich keine Ahnung wie viel, also angesagt haben sie 12 Grad. Ich finde, das fühlt sich wärmer an. Was sagst du? Ich muss auch mal runtergraden, glaube ich. Ja, auch wenn es nicht so warm aussieht mit dem ganzen Schnee. Ich glaube, das sind eher so 14, 15 Grad gefühlt. Also T-Shirt-Wetter. Ja, das hier ist vermutlich unser Weg. Um mal wieder Bäume zum Rüberkraxeln. Und durch das ganze Schmelzwasser. Ja, auch so ein kleiner Bach. Jedes Mal, wenn wir hier sind, ist es anders. Deswegen wird das auch nicht langweilig, weil jedes Mal das Gesicht ein anderes ist und sich das lohnt. Ja, wir haben schon wieder gut Kilometer gemacht. Seit der letzten Aufnahme. Sind jetzt im Endspurt, haben jetzt so die zweite Hälfte. Die wird nochmal richtig knackig anstrengend, weil wir da einen ordentlichen Anstieg haben. Den stärksten bisher. Deswegen hoffen wir darauf, dass der Weg nicht so vereist ist. Das wäre eigentlich ganz schön. Ich denke mal so 3 Stunden, wenn wir dann noch laufen. Dass wir so gegen 19 Uhr irgendwie in dem Dreh sind wir dann oben. Ja, schwierig zu filmen momentan. Weil hier sehr viele Leute sind und das ist dann mit dem Bildrechten immer so ein bisschen schwierig. Ich muss jetzt nämlich auch schon wieder stoppen. Ja, also eisfrei, das wird uns nicht erfüllt. Ja, ich hoffe oben ist es soweit leer. Eigentlich so von der Zeit her, es kommen sehr, sehr viele entgegen. Ja, deswegen, wie gesagt, mit dem Film auch immer schwierig. Aber dahin, da hinten seht ihr das. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es im Baum sehen könnt. Ja, da hinten. Wollen wir hin? Leider nicht auf direktem Weg, sondern wir müssen jetzt einmal halb drumherum. Ist ja so ein bisschen trügerisch. Das sind jetzt noch etwa 8 Kilometer, bis wir dann beim finalen Anstieg sind. Und dann noch nicht mehr weit, bis es oben ist. Ja. Also wir werden heute Nacht auf jeden Fall gut schlafen, denke ich. Ja, das Wetter ist echt ein Traum. Nach wie vor, und wir haben sogar Glück. Hier stellenweise komplett frei, hier können wir richtig Tempo machen. Das ist richtig gut. Ja, hier ist natürlich wieder viel tot. Aber das Problem kennt ihr ja,
beziehungsweise habe ich ja schon mehrfach was zu gesagt, dass die Monokultur jetzt so langsam einfach überaltert, gleich stark, gleich alt. Die Trockenheit der letzte Zeit, der Borkenkäfer. Aber wenn ihr dazwischen einfach mal schaut, dann seht ihr wirklich überall auch schon Setzlinge und einfach, da kommt überall Kleinkram hoch. Also wenn ihr mal guckt, so, die brauchen natürlich noch alle Jahre, bis die eine Größe haben. Aber es ist halt nicht tot, sondern es kommt was Neues und es bleibt lebendig, Gott sei Dank. Ja, ah ja, es ist trotzdem, auch wenn hier so viele tote Bäume sind, ist es einfach schön. Und ja, ist einfach ein herrlicher Weg. In 10 Jahren zeigen wir euch den neuen Bestand. Genau, dann machen wir die 20-jährige Revival-Tour. So, da hinten beginnt dann langsam der Anstieg. Und der hört dann auch erst wieder auf, wenn wir oben sind. Nur schon länger keinen Anstieg mehr der Art gehabt. Schon wirklich ein Weilchen her, auf jeden Fall. Aber tut auch mal wieder richtig gut. So, hier machen wir gleich nochmal kurz Pause und dann kommt der Endspurt, dann ist es nicht mehr weit. Aber das ist so eine schöne Hütte, da werden wir nochmal kurz was trinken und eben 5 Minuten ausruhen. Ja, und da haben wir unser Ziel auch bald erreicht. Ich habe noch gar nicht erzählt, wir werden auf dem Boden ruhen. Also wir werden oben angekommen, ja, so ein paar Stunden ruhen, bis wir dann weiterlaufen. Und das werden wir wie damals auf dem Boden machen, ein klein bisschen bequemer. Wir haben beide ja schon seit x Jahren die Neo Air. Und damals hatte Chris so eine ultradünne, diese Alu-Isomatten. Und ich hatte mir mal eine ultrakurze, aufblasbare Matte geholt. Die war für Frauen, glaube ich, für kleine Frauen, 1,50 Länge. Und sehr, sehr dünn. Die hatte ich damals. Und wir haben, ja, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht so gut geschlafen. Und sind übrigens bis zum jetzigen Zeitpunkt 58 Leute entgegengekommen. Deswegen, wie gesagt, nicht so oft Zeit, die ein oder andere Aufnahme zu machen, weil man jetzt auch nicht immer stehen und warten und die Kolonnen vorbeilaufen lassen wollte. Und oh, das gibt's doch nicht. Was für ein Sauhaufen. Guckt euch das mal an. Da kriegt man was Kotzen, oder? Was für asoziales Pack lässt den ganzen Kram da liegen. Ey, da könnte ich mich schon wieder aufregen, beziehungsweise rege ich mich auf. Das ist echt eine Sauerei. Das muss echt nicht sein. Man kann seinen Scheiß auch einfach mitnehmen. Bah. Naja, setzen wir uns da vorne hin. Ist auch schön. Da drinnen im Müll möchte man echt nicht sitzen. Boah, was für asoziales. Ja, Rest müsste ich zensieren. Unglaublich. Nochmal Sonne tanken und dann Endspurt. Wir haben jetzt noch etwa 3,5 Kilometer durch Schnee und bergauf. Und dann sind wir schon am Ziel. Aber da freue ich mich darauf, was zu essen. Auf jeden Fall. Und ich freue mich, mich lang zu machen. Das wird gut tun, oder? Das wird gut. Ja, gutes Stück geschafft. Der Schnee macht das echt anstrengend. Das ist eine ordentliche Steigung. Sieht man vielleicht so ein bisschen. Aber was das richtig anstrengend macht, ist der Schnee. Der ist so richtig sulzig. Man rutscht ständig ein, sinkt ein, rutscht weg. Boah, ich bin gerade richtig im Eimer. Muss ich sagen. Puh, erschöpft, aber glücklich. Geht noch weiter. Ja, jetzt haben wir noch ein Stückchen, aber das war so eine der fiesesten Stellen. Ja. Für so einen Ausblick, da lohnen sich die ganzen Strapazen noch. Das ist einfach, das ist herrlich. Das kann auch kein Video der Welt wiedergeben. Einfach nur ein Traum. Durch den Schnee echt deutlich anstrengender, als halt sonst so die Strecke gewesen wäre. Das macht halt einfach einen enormen Unterschied. Ohne Frage, weil man jeden Schritt ja eigentlich doppelt geht. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, für diese Aussicht geht man es gerne. Schaut euch mal die Weitsicht an. Ich war ja bis daher, gut, das werdet ihr über die Kamera gar nicht sehen können. Aber ihr seht, was ihr seht und stellt euch dann nochmal ein ganzes Eckchen dazu vor. Herrlich.
da hinten, seht ihr diese Spitze? Da ist auch bald unser Ziel, also wirklich nicht mehr weit. Geschafft. Das war nochmal ein heftiger Endspurt. Sonne ist auch schon untergegangen. Oh, seht ihr da? Das wird jetzt bald düster. Hier in der Hütte, wo wir ein paar Stunden ruhen wollen, ist nur leider sehr schräg und uneben. Alles voller Eis. Hier hinten spiegelglatt. Da halt schön gewölbt. Mal versuchen, ob das klappt. Ansonsten werde ich, glaube ich, die Luftmatte und so auf die Bank packen. Es wird sehr schmal. Aber mal gucken. Aber erstmal jetzt relaxen. So, das ist die Bank. Nicht sonderlich breit, wie ihr seht. Aber wird passen, beziehungsweise muss passen. Weil hier, wie gesagt, alles spiegelglatt und wellig. Jetzt wird gleich erstmal was zu essen gemacht. Ein guter alter Speedkocher. Und ja, meine persönlichen E-Pass habe ich euch ja. Ah ne, das Video ist noch gar nicht online. Das zeige ich euch nochmal. Auf jeden Fall gibt es jetzt zwei Schalen. Und das wird richtig gut tun, auf jeden Fall. Boah, hier oben ist jetzt auch gut kalt. Ich will gleich mal das Thermometer rauslegen, weil ich echt gespannt bin, was wir hier für Temperaturen haben. Angesagt haben sie 2 Grad. Mal gucken, ob das hinhaut. Jetzt gegessen, bisschen geschnackt und ausgeruht einfach. Ist jetzt 22 Uhr gleich und wir hauen uns jetzt hin. Ja, Setting Defense 1. Darunter die gute alte Neo Air, darunter Elefantenhaut, wie gesagt, auf der Bank. Und hier nochmal den Swagman, den ich mit reinnehme. Und dann bekomme ich hoffentlich alles dicht. So, gute Nacht. Gute Morgen. Ja, war eine durchwachsene Nacht. Und wenn hier gleich wieder Ruhe ist, kann ich auch weiter mit euch reden. Die Ruhe ist auf dem Pocken keine Zeit, das war Action. Ja, hast du recht. Okay. Ich meine zwar eigentlich gerade dich, aber. Ja, also ich habe auf jeden Fall so ein paar Erkenntnisse bestätigt gesehen, die ich schon lange hatte. Der Defense 1 ist auch cool, aber zu klein. Aber das war jetzt nicht das Thema. Es ist nicht sonderlich kalt geworden. Wir hatten irgendwie maximal, ich glaube, 4 Grad. Also ich musste den gar nicht ganz dicht machen. Ich hatte den Zwergmann ja mit dabei, also es war überhaupt kein Problem. Das war die ganze Nacht richtig schön warm. Und Luftmatten finde ich kacke. Die sind einfach nicht meins. Ich schlafe darauf schlecht. Ich muss ständig die Position wechseln und ich habe danach immer Rückenschmerzen. Also so auch jetzt. Das ist irgendwie, hatte ich schon immer mit Luftmatten, mit verschiedensten. Ich hatte mehrere von Thermarest und Expert. Das war noch nie meins. Hängematte ist für mich so das absolut komfortabelste. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Schaumstoffmatte sogar komfortabler als die Luftmatte gerade. Oh. Ja, ist jetzt kurz nach 5, halb 6 gleich. Die ersten Wanderer sind schon hier oben, wahrscheinlich um sich für den Sonnenaufgang zu positionieren. Wir werden jetzt erstmal unser Gerödel zusammenpacken. Ja, dann haben wir eben schnell ein Käffchen machen, denke ich. Und dann geht's auf den Rückweg. Wir haben heute noch ein paar Stunden Wanderung vor uns. Und dann brauchen wir Kaffeepower. So, Käffchen ist in Arbeit. Ja, und hier auch wieder überall der Müll dahinter. Weil da vorne sind 2 Mülltonnen. Aber die Leute hier drin sind anscheinend zu dumm, die zu verwenden, und schmeißen hier ringsherum. Der ganze Boden ist voll. Also
Das war früher alles kein Thema. Also früher haben wir so oft in Schutzhütten gepennt und das war nie so schlimm. Mittlerweile ist es echt eine Seltenheit, mal eine Schutzhütte zu finden, die nicht komplett vollgemüllt ist von irgendwelchen asozialen Idioten. Echt schade. Echt schade. Da haben wir früher oft drinne geruht. Ja, wir beide sind schon wieder unterwegs. Das Schöne ist, wir bewegen uns ja echt antizyklisch. Also wo wir gestern, ja, es kommen uns immer Leute entgegen. Brocken ist oben mittlerweile richtig gerappelt voll. So viele Leute, die alle natürlich auf den Sonnenaufgang warten. Kann ich auch verstehen auf jeden Fall, aber ja, da haben wir uns auf den Weg gemacht. Und man sieht auch einfach, es kommen uns ständig Leute entgegen, die hoch wollen. Und genauso kam uns gestern ständig Leute. Das war ja gestern insgesamt, ich hatte dann irgendwo mitgezählt, was ich einfach so ein bisschen auch zur Ablenkung gemacht habe, wegen der Anstrengung. 73 Leute sind uns gestern noch entgegengekommen. Ja, und wie gesagt, jetzt sind auch echt enorm viele hier hoch. Aber das kann ich auch absolut verstehen. Das ist einfach herrlich. Ja, wo auf der einen Seite der Mond noch voll und ganz steht. Links die Sonne aufgeht. Ja, also es muss nachts mindestens Bodenfrost gegeben haben, denn ja, mittlerweile sagt man nicht mehr weg, denn der ganze Boden ist jetzt glatt gefroren. Das ist also richtig fies glitschig. Richtige Schlitterpartie, aber wenigstens nicht ganz so anstrengend, als wenn es mal weg sagt. Und die Schuhe haben super Grip, also passt das. Also eigentlich ist mir das gerade sogar lieber. Ja, aber wie gesagt, es muss mindestens Bodenfrost gegeben haben, weil das ist definitiv neu und festgefroren. Boah, es ist so angenehm, dass der Untergrund wieder gefroren ist. Das läuft sich so viel schneller und ja, einfach angenehmer, als wenn man ständig eben wegrutscht und so. Also richtig gut, da hat das Wetter genau in unsere Richtung gespielt. Und generell, also wir haben ja mit dem Wetter auch bei der Tour sowas von Glück gehabt. Das war ja einfach nur herrlich. Ich dachte, mit dem Schnee haben wir nicht so gerechnet in der Intensität, wie er war. Aber trotzdem, war auch gestern war sehr, sehr anstrengend, auf jeden Fall. Ich war auch abends richtig im Arsch, deswegen war da auch nicht mehr viel mit Film, weil ich war wirklich richtig platt. Also ich habe da wollte nur noch kurz was essen, dann sind wir auch zeitig ins Bett. Also wir haben uns ja, ich weiß nicht, gegen wann haben wir uns hingelegt? 22 Uhr, kurz vor. Irgendwas in dem Dreh. Und das war auch gut so und da musste auch wieder regeneriert werden. Wie gesagt, Nacht, soweit eigentlich ganz gut geschlafen. Wie gesagt, Luma ist nicht meins. Das haut einfach irgendwie nicht hin. Ich schlafe tatsächlich auf einer stinknormalen Schaumstoffmatte besser. Klar habe ich da auch Druckpunkte, die habe ich bei der Luma aber auch und ich habe schon, die Neo Air ist ja echt eine gute. Und wie gesagt, ich hatte auch schon die Synmat 9 und so weiter. Also auch wirklich ordentlich Formate, auch da habe ich nie so wirklich gut drauf geschlafen. Und irgendwie, ja, ist das mir wirklich zu wibbly wobbly, immer so hin und her, ist einfach, ja, nicht meins. Aber, naja, ich wollte gerade eben noch irgendwas sagen. Ja, vielleicht auch nicht. So, heute gibt es eine ganze Reihe schöne Naturaufnahmen, einfach weil es so herrlich ist. Ja, also der Abstieg bei Glätte, der ist gemein. Aber am Rand hat man zum Glück noch ganz gut Grip, das geht. Mittig ist aber stellenweise eher eine blöde Idee. Irgendwie sieht das aus, als wenn es dahinter nicht weitergeht, sondern das so eine Abbruchkante ist. Das ist natürlich Quatsch, ich weiß auch schon, was das ist. Nämlich ein richtig gemeiner Abstieg. Könnt ihr das sehen?
Da muss man auch mal gut aufpassen, aber da sind auch die Sticks wieder sehr praktisch, gerade wenn es so glatt ist, dass man so ein bisschen, wenn man wegrutscht, und wir sind beide schon ein paar Mal weggerutscht, dass man sich damit auch ganz gut fangen kann und sich nicht direkt aufs Mat legt. Wir verabschieden uns schon mal. Wir sind jetzt im Endspurt, so die letzten ja, 3,5 Kilometer noch. Da werde ich, glaube ich, nicht mehr groß in die Kamera quatschen. Vielleicht kommt noch die ein oder andere Naturaufnahme, so als schönes Schlussbild, weil einfach sich hinter jeder Ecke einfach ein herrliches Bild verbirgt. Und wie gesagt, ich habe es schon ganz oft gesagt, aber wir hatten mit dem Wetter so ein Glück. Klar war es durch den Schnee viel, viel, viel anstrengender als erwartet. Und auch das glatte Runter war manchmal gemein, aber ja, ganz ehrlich, sowas gibt ja auch ein bisschen einfach die Würze in der Suppe, oder? Dann hat man einfach auch noch mehr das Gefühl, dass man sich, ja, die Aussichten und so verdient hat. Und davon hatten wir ja reichlich und das ist einfach auch immer eine Belohnung. Und ja, dann sind die Strapazen auch einfach so schnell vergessen und es macht einfach nur Spaß. Für uns war es eine schöne Revival-Tour. Wie gesagt, 10 Jahre her, dass wir beide zusammen das erste Mal los waren. Und ja, wir haben die Tour ein bisschen abgekürzt. Also im Vergleich zu unserer damaligen Tour, wobei gar nicht mal so viel. Also wenn wir jetzt am Auto sind, dann werden wir knapp nicht ganz 30 Kilometer haben. Das merkt man auch, gerade eben wie gesagt durch den Schnee. Aber ja, hat einfach nur Spaß gemacht, war einfach nur schön. Und ja, war einfach mal wieder eine großartige Tour. Ich sage auf jeden Fall schon mal schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wie gesagt, hier kommen jetzt gleich noch mal ein paar Aufnahmen, wenn sich da was anbietet. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ist das nicht herrlich? Fühlt sich echt so ein bisschen an, habe ich ihm zu Chris auch schon gesagt, und er sieht es genauso so ein bisschen wie Kanada an. Einfach nur schön. Moin allerseits, ich bin Sven und ja, lange, lange habe ich euch nicht mehr auf eine Tour mitgenommen, aber ich bin wieder zusammen mit Chris in einem richtig schönen Gebiet. Es ist jetzt ja 22:30 Uhr, irgendwas in den Dreh müssten wir jetzt haben. Es gibt also gerade nicht so viel zu zeigen, aber wie ihr wisst, viele meiner Touren starten im Dunkeln. Wir suchen uns jetzt erstmal einen Lagerplatz. Wir haben jetzt gerade 3 Grad. Ich bin mit der Wolldecke, das ist mein Schlafsetting, also wirklich nur eine Wolldecke. Aber das zeige ich dann, wenn wir da sind. Wir suchen jetzt erstmal ein Plätzchen, aber da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Wir mussten wie so oft ein wenig umdisponieren. Das Stückchen, was wir angepeilt haben, das gibt's nicht mehr. Also wir haben die Ecke nur wegen 2 charakteristischen Hütten wiedererkannt. Aber ja, da ist dann einfach kein Wald mehr, ist gar nichts mehr. Deswegen mussten wir jetzt noch ein Eckchen weiter. Wir haben es jetzt gleich, oder haben es jetzt eigentlich schon kurz nach halb eins, irgendwas in dem Dreh. Jetzt haben wir ein schönes Plätzchen gefunden. Wir werden jetzt erstmal aufbauen. Und ja, endlich schlafen. Ich bin auch echt müde. Mal gucken, ob wir noch was essen. Das Lager steht. Es ist jetzt, wie spät war das? 1:15? Ja. Ja, 1:15. Ja, ich bin hier in Wolldecke. Da wickele ich mich gleich einmal drin ein. Habe natürlich noch Mütze und sowas mit dabei. Momentan, ja gut, kann ich die Kühle noch nicht, die Kälte noch nicht abschätzen. War natürlich gerade alles aufgebaut und so weiter. Da ist einem immer warm. Ja, Essen kochen war jetzt nicht mehr, wirklich kein Bock mehr. Einfach total müde. Viel später ins Bett gekommen als geplant. Jute Morgen. War eine frische Nacht. Wir hatten 0 bis 2 Grad. Ja, wir haben es jetzt 7:30 Uhr. Sonne ist also schon aufgegangen jetzt eben.
Und ja, in der Nacht, das war ganz cool, heute in den frühen Morgenstunden, sind gerade mitten in der Brumpfzeit von Rotwild, haben wir einmal das Röhren gehört und auch das Zusammenschlagen vom Geweih. Das kann gar nicht so weit weg gewesen sein. Das war sehr cool. Und noch so ein bisschen liegen. Und dann jetzt gleich mal was zu essen machen. Also langsam merkt man den Hunger denn doch, weil man gestern Nacht nichts mehr gegessen hat. Sag mal irgendwas Nettes zum Morgen. Oh. Es ist kalt. Ja. Ich hab Hunger. Ja. Lass uns frühstücken. Das klingt gut. Der macht dich nicht süchtig. Ich bin allerdings immer mit Finger mit drauf. Richtig dumm. Das ist früher so ein Running Gag war, ne? Wenn Onkel Ernie das Foto macht und nicht mit der Kamera klarkommt. Tja. Irgendwo muss der extra Akku als Papa ja herkommen. Da werden andere Kapazitäten gebraucht. Jetzt hast du den Fotodaumen.
Unter anderem hier sind wir gestern im Dunkeln rumgeirrt, weil es noch so ein bisschen wie ein Weg aussieht. Und wir dachten, wir kommen da irgendwo hin, aber ja, wie man jetzt sieht bei Licht, ist im Dunkeln, wenn man nur so ein paar Meter gucken kann. Aber der andere Spot, wo wir zuerst waren, das war noch viel schlimmer. Wie gesagt, da waren wir vor, wie lange ist das her? 8 Jahre? Ja. 8 Jahre, 8, 9 Jahren. Da waren wir, war eine richtig schöne Ecke, richtig mittendrin im Wald. Und jetzt ist da nirgendwo mehr Wald. Wir haben es nur erkannt wegen 2 Schutzhütten, die sehr prägnant stehen. Aber sonst, ja, wirklich, steht nichts mehr. Ja, zieht aber echt so ein bisschen zu. Hier ist noch frei, aber so insgesamt. So, wir machen gerade mal ein bisschen Pause. Rasten, machen wir eben kurz Mittag. Wir haben es mittlerweile 12 Uhr, nach 12. Machen wir hier so ein bisschen Pause. Schon wieder ganz gut Kilometer gemacht. Ja, jetzt mal so eine Kleinigkeit essen. Ja, sehr cool. Also wenn ihr euch so ein Gebiet müsst, dann behaltet auf jeden Fall die Bäume im Auge, hört auf das Knacken. Denn das sind alles Witwelmacher. Jeder einzelne. Sieht man mal den Kontrast zu dem Grün da hinten. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Wo noch alles grün und lebendig ist. Vielleicht hätten wir doch eher in die Richtung gehen sollen. Aber wir wollen hier oben längs. Und an der Kante ist es auch schön grün und saftig. Und dann da mal weiterschauen. Ihr seht ja auch wirklich, dass die alle abgebrochen sind. Auch schon einige abgebrochen. Nicht entwurzelt durch Sturm, sondern wirklich reell abgebrochen. Höchstwahrscheinlich auch durch Wind. Oder durch welche Einflüsse auch immer. Gefährliche Ecke. Und weiter geht's. Das ganze Gebiet bleibt so. Oben auch, da ist schon die abgebrochene Krone. Da ist der nächste schon auch schon abgebrochen. Und es geht weiter nach oben. Ganz schön anstrengend. Mal gucken, ob es sich lohnt. Also wir umrunden das hier jetzt. Dann sind wir in einem neuen Gebiet. Ich hoffe, dass das dann nicht genauso ist wie hier. Weil, ja, sonst war der Weg umsonst. Weil das ist dann kein Gebiet, wo man sich länger dran aufhalten muss. Bin ich mal gespannt. Immerhin hat sich der Weg hoch gelohnt. Ah, das war echt anstrengend. Also hier wäre echt so der perfekte Platz. Also ich würde auch wahnsinnig gerne bleiben. Aber wir haben echt keinen Tropfen Wasser mehr. Also, das nutzt nichts. Also werden wir gleich noch weitergehen. Dann geht es noch weiter hoch und dann runter, um halt einfach unsere Wasserreserven aufzufüllen. Echt schade. Wirklich schade. Da vorne wäre so Frühstücksplatz und Kochen. Oder halt hier direkt, wenn Wetter scheiße ist. So schön es hier auch ist, wir brauchen Wasser. Also geht es jetzt erstmal noch ein bisschen hoch, damit es dann ganz viel runter geht.
Und dann gucken wir, dass wir irgendwo eine Quelle finden. Und dann gucken wir, dass wir irgendwie einen anderen schönen Platz finden. Aber hier können wir ja definitiv zurück, denke ich. Wir hoffen, dass es bergab geht. Kommt wirklich ein cooler Platz nach der anderen. Aber das nutzt alles nichts. Wir brauchen Wasser. Den ganzen Tag heute noch nicht einmal an irgendeinem Bach vorbeigekommen, wo Wasser lief, obwohl es viel geregnet hat. Das ist immer mal, man merkt die Feuchtigkeit im Boden und so, das ist viele Stellen matschig. Aber trotzdem, nicht ein einziger Bach, den ganzen Tag noch nicht. Wo wir schon echt einige Kilometer hinter uns haben. Wir haben jetzt mal auf der Karte geguckt. Und laufen jetzt auch gezielt nochmal eine andere blaue Linie an und hoffen, dass da jetzt tatsächlich auch Wasser läuft und man da rankommt, das wissen wir nicht. Wenn man lange nach oben geht, dann muss man auch lange wieder nach unten gehen. Die Wege, wirklich ein Traum, also richtig schön urwüchsig wild, also im wahrsten Sinne. Jetzt kommen wir hier wieder durch so ein Witwemachergebiet. Also hier vorne sieht man es, der Rest ist einfach nur tot, aber hier ist wirklich reell Witwemacher, weil die sind alle schon so lange tot, dass die einfach nur darauf warten zu brechen. Das tut so richtig gut. Wenn man hier lang geht und auf einmal mittendrin, wo alles tot ist, hat man auf einmal so einen schönen Laubbaum. Herrlich. So ein bisschen unwirklich. Futter gemacht. So, das ist wieder so ein ganz einfacher Eintopf. Tortellini, zwei Dosen Tomatenmark. Dann so ein bisschen Cavanossis klein geschnitten, Zwiebel. Ich habe da noch einen Brühwürfel drin. Und jetzt wird das Ganze einfach insgesamt erhitzt. 10 Minütchen köcheln. Und gut ist das. So, und ich habe mir jetzt wieder auch das zum Umrühren. Wieder einen Spieß geschnitzt zum Essen nachher. Da geht prima. Ich hole noch mal einen anderen Zimmis mit. Seo, was köchelst du da, Chris? Was ist da drin? Das wird Curry. One Pot. Ja, sehr schön. Moment, genau, wir haben auch einen Blick. Zwiebel ist gut. Reis, Zucchini. Was ist da noch drin? Zwiebeln, Zucchini, Reis. Und da kommt gleich noch Kokosmilch mit. Ah, sehr schön. Ja, aber ich habe keinen fancy Löffel. Ich habe einen Löffel mitgebracht. Du hast so einen langweiligen fertig. Ja. Das kann ja jeder. Ja, den habe ich gekauft. Ah, oh nein, er kauft Dinge. Ist ja furchtbar. Ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf was Warmes zu essen. Schön auch, dass die Wasserreserven auf jeden Fall gut gefüllt sind. So ein Liter für den Tag noch, beziehungsweise für die Nacht. Das ist auch gut. Ja, meiner einer macht das heute mit dem Trangier im Solusdorf wieder, aber diesmal hatte ich keine Lust, irgendwie Holz zu sammeln. Chris hat auch Speed-Tabletten genommen, hat sich sicher noch ein bisschen Holz geholt. Mein Trangier ist voll, von daher wusste ich, okay, da brauche ich nichts. Da hatte einfach keinen Nerv mehr, irgendwas zu sammeln. Und ich hatte sowieso den Trangier mit dabei, dass wenn ich Bock habe, ob das auf eine schnelle Nummer zu machen, ja, warum auch nicht. Ja, der passt da gut in Solusdorf rein. Das lasse ich jetzt so schön vor sich hinköcheln. Und dann gibt es auch bald Futter. Wir haben uns entschlossen, in der Hütte zu bleiben. Aus mehreren Gründen. Es ist in dem Gebiet ganz gut, hier in der Hütte zu pennen. Und werden uns das jetzt auf der Bank bequem machen. Die ist relativ breit. Die hat hier also wirklich schön vier Bretter. Bietet auf jeden Fall nochmal ganz gut Schutz. Wir sind hier sehr gut abgeschirmt vor Wind. Windrichtung von der anderen Seite. Das ist also hier nochmal deutlich angenehmer drin, als es draußen ist. Und wie gesagt, in diesem Gebiet ist es dann sowieso nicht verkehrt, in der Schutzhütte zu pennen, statt irgendwo im Wald. So, ja, viel mehr gibt es heute nicht mehr zu erzählen. Wir werden uns jetzt hinhauen
Und ich werde bestimmt morgen früh noch mal kurz was sagen. Bis denn. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das Setting soweit erzählt habe. Also, ich nutze meinen Rucksack, beziehungsweise das Polster, das Hüftpolster mit als Kopfkissen. Habe zwar noch ein Kopfkissen mit, aber das, ja, habe ich soweit noch mehr. BW-Matte. Darunter habe ich Euskin, so ein Stück. Könnt ihr jetzt sehr schlecht sehen. Das habe ich aus zweierlei Gründen. Zum einen habe ich die Wolldecke darin eingewickelt, dass wenn ich den Rucksack auf den Boden stelle, ja, die Wolldecke nicht gegebenenfalls im Matsch ist, sondern ich habe da noch diese Euskin-Schutzschicht. Und das ist zusätzlich noch als Windblocker gedacht, wenn ich in der Hängematte bin, als auch hier, jetzt habe ich es mit runtergepackt, aber primär, wenn ich in der Hängematte bin, dass ich da nochmal so ein bisschen Schutz habe. Ja, und das Letzte ist dann tatsächlich eben die Wolldecke. Ich ziehe jetzt gleich alles an Kram an. Und dann sage ich nochmal, gut nach, Chris macht hier schon die ganze Zeit Lärm. Aber ihr werdet mich soweit verstanden haben. Der pellt sich jetzt in den Defense 1 in Verbindung mit Swagman, den er schon anhat. Wir haben jetzt aktuell 4 Grad. Mal schauen, wie weit die Temperatur noch sinkt. Ja, es soll diese Nacht noch mal ein bisschen kälter werden. Und jetzt noch mal richtig bis morgen früh. Guten Morgen. Ja, da Chris mehr Holz gefällt hat, als hier Bäume stehen, bin ich zum Erhalt unserer Freundschaft noch mal umgezogen. Ja, ich habe mich jetzt richtig mitten nach draußen gelegt. Einfach draußen auf eine Bank. Ich wollte auch nicht mehr in den Wald rein, sondern ich wollte wirklich offen schlafen. Ich habe kein Tarp und nichts aufgebaut, sondern wirklich nur BW-Matte und Wolldecke. Es sind 2 Grad jetzt, also es ist gar nicht kälter geworden als letzte Nacht, sondern genau gleich. Aber es war richtig angenehm. Auf fester, ebener Fläche kann man die Wolldecke nochmal deutlich besser richtig wickeln, als in der Hängematte, finde ich. Das habe ich deutlich gemerkt. Und es war herrlich. Es war also erstmal bei mir auch gut warm. Also jetzt Hände sind fies kalt, das merke ich, aber ansonsten so grundsätzlich warm. Auch gut geschlafen. Das ist jetzt früh am Morgen. Und ich habe hier halt den kompletten Sternenhimmel über mir. Ich versuche mal so ein paar Bilder oder Zeitrafferaufnahmen einzublenden. Es ist einfach nur herrlich und ich kann jedem empfehlen, der es noch nicht gemacht hat, einfach mal ohne Tarp oder irgendwas einfach nur so sich hinlegen. Das mache ich ja häufig, sehr, sehr häufig, weil ich das am liebsten mag. Eigentlich immer, wenn das Wetter es zulässt und wirklich keine Gefahr auf Regen besteht oder wenn Regen kommt, das nicht so schlimm ist, dann liege ich wirklich ohne irgendwas über mir, einfach nur so Isomatte, Schlafsack, Kilt, Decke, was auch immer, ganz egal. Und einfach so frei, es ist einfach so herrlich, dann wirklich diesen Sternenhimmel über sich zu haben und ein Traum. Ich gönne Chris jetzt noch ein bisschen Schlaf. Pack meine Sachen schon mal zusammen und dann laufe ich gleich zurück. Ja, war eine coole Nacht. Echt coole Nacht. Und dieser Sternenhimmel. Ich wünschte, ihr könntet das so sehen, wie ich das jetzt gerade sehen kann. Also ich liege hier noch auf der Bank, könnt ihr vielleicht erahnen. Und ich gucke nach oben und es ist ein Traum. 2 Sternschnuppen gesehen. Einfach nur schön. Ich habe mich übrigens getäuscht. Nach dem Blick auf den Thermometer ist es doch kühler geworden. Wir haben minus 1 Grad. Hätte ich nicht gedacht. Also als ich das letzte Mal geschaut habe, waren es 2. Aber es ist jetzt tatsächlich die Nacht nochmal runtergegangen. So, nochmal kurz rausgelegt. Minus 2, Tendenz zu minus 3. Ja, war so draußen doch kühler, aber wie gesagt, für mich war die Nacht deutlich angenehmer als die gestrige. Also ich kann mich nicht beklagen. Ein kleines Örtchen in einem Meer aus Schwarz. Es ist so herrlich. Wir machen uns langsam auf den Weg zum Wagen wieder zurück. Es ist ein unglaublicher Sternenhimmel. Es ist wirklich, ja, kann man nicht beschreiben. Ich versuche so ein paar Bilder einzublenden. Oder hab das schon gemacht, aber es ist wirklich nicht zu beschreiben. Sowas, das muss man sich anschauen. Und ja, schön auf jeden Fall, dass ihr mit dabei gewesen seid. Das war wieder eine richtig coole Tour. Bis zum nächsten Mal.